Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber mir ging das manchmal so, dass ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich hier für ein Irrenhaus? Und da meinte ich ausnahmsweise mal nicht den Arbeitgeber, sondern meine eigenen Kollegen. Da wird man von allen Seiten angemotzt, da kommen die Kollegen auf einen zu und sagen, hier, ich habe ein Problem, das musst du mir jetzt aber sofort lösen, sofort! Da steht ein Mitarbeitergespräch an und ein Kollege kommt zu einem und sagt, kannst du mir helfen, ich habe so eine große Angst. Und dann sagt man, ja, kein Problem, ich gehe da mit rein, sag mir nur Bescheid, wenn das kommt. Und was ist, am nächsten Tag erfährt man, das Personalgespräch hat stattgefunden und der Kollege ist lieber ganz alleine in das Gespräch gegangen. Ich hatte schon mal das Vergnügen, von einem Kollegen widerwärtiger Schleimscheißer genannt zu werden und ich wäre der schlimmste Betriebsrat aller Zeiten. Und einen Monat später kam man wieder auf mich zu und sagte, oh, ich brauche ganz dringend deine Hilfe und zwar nur von dir, nur du kannst es. Ja, ein Irrenhaus. Wie geht man damit um? Das Wichtigste ist ja nun mal, in der Regel sind wir alle keine ausgebildeten Psychologen. Aber so ein bisschen Küchenpsychologie kann da auch im Umgang mit den Mitarbeitern helfen. Wenn sich Kollegen merkwürdig verhalten, dann sollte man eins im Hinterkopf haben. Jeder Mensch hat seine Gründe für sein Verhalten. Jeder Mensch geht mit Frust, Ängsten, Wut anders um. Das heißt, wenn ihr beschimpft werdet von euren Kollegen, dann kann das auch sein, dass der gar nicht wütend ist auf euch, sondern einfach irgendwelche Ängste hat in Bezug auf seinen Arbeitsplatz. In eurer Betriebsratsarbeit ist ein enormes Maß an Empathie benötigt. Das heißt, ihr müsst euch hineinfühlen in die anderen Leute. Das geht nur, wenn ihr ein Vertrauensverhältnis zu euren Kollegen aufbaut. Ganz schwierig wird das natürlich mit Kollegen, die ihr nicht ausstehen könnt. Aber auch dort kann man ein Vertrauensverhältnis aufbauen, wenn man ganz klare Ansagen macht. Wenn man zuverlässig ist, wenn man keine überzogenen Versprechungen macht. Oder wie die Manager so gerne sagen, walk the talk. Außerdem kann das durchaus sein, dass ihr in eurer Arbeit mit äußerst psychisch labilen Menschen konfrontiert werdet. Psychische Erkrankungen sind nun mal in unserer Gesellschaft auf dem Vormarsch. Oder wenn sie nicht auf dem Vormarsch sind, sie werden immer häufiger erkannt zumindest. Und wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, dann kann es durchaus sein, dass er ein irrationales Verhalten an den Tag legt. Und jetzt nochmal ganz wichtig, ihr seid keine Psychologen. Ihr seid auch keine Psychiater und ihr seid auch keine psychiatrischen Ärzte. Aber man muss sich dann hüten, diese Leute als irre oder gaga zu bezeichnen. Denn Diagnosen stellt der Arzt und nicht ihr. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mit solchen Leuten zu tun habt, dann dürft ihr ruhig auch in einer vertrauensvollen Umgebung mal sagen, du geh doch mal zu deinem Hausarzt, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Was ich also eigentlich sagen will ist, seid einfühlsam mit euren Leuten. Manchmal muss man im Umgang mit Leuten auch noch mal ein paar extra Runden drehen, bis sie irgendwelche Dinge kapiert haben. Und wenn sie dann trotzdem nicht auf euch hören, dann macht euch nicht kirre. Jeder Mensch hat auch eine Eigenverantwortung. Und da ist auch durchaus angemessen, die eigenen Kollegen manchmal daran zu erinnern. Und wenn dann Kollegen auch mal kommen mit irgendwelchen ganz läppischen Problemen, die sie eigentlich alle selber lösen könnten, dann darf man auch mal ironisch sagen, du, ich creme dich auch ein und pamper dich auch noch schön. Da müsst ihr ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. Manche Leute sind einfach auch hilflos. Da muss man denen erstmal ganz doll beibringen, wie sie selbstständig werden. Und dann darf man die auch mal an die Hand nehmen und denen das zeigen und beim nächsten Mal dann sagen, du, jetzt kannst du das aber auch schön alleine, ne? So, das war's für heute erstmal. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.